Wie bist du bei den blauen Streifen gelandet? Was soll die Frage? Bei den Einheiten, die die Anderlinge bekämpfen, nehmen sie nicht jeden. Deine Geschichte ist sicher interessant. Warum sollte ich sie ausgerechnet dir erzählen? Du weißt, was du willst. Das gefällt mir. Du kommst schnell zur Sache, Hexer. Nur mit der falschen Frau. Das hast du falsch verstanden. Ich freue mich nur, dass wir auf derselben Seite kämpfen. Das freut mich auch. Grüß Triss von mir. Erzähl doch mal. Dein Vater wurde in die Armee einberufen, aber er war schon zu alt. Also hast du seine Rüstung geklaut und gabst dich für ihn aus. Schön wär's. Aber meinen Vater habe ich nicht gekannt. Ich bin Soldat, weil ich mich dafür eigne. Hast du nie von einem anderen Leben geträumt? Zeisig, unser Schütze, hat es mal mit der Landwirtschaft versucht. Vergebens. Aber den Bolzen platziert er mir zwischen die Augen aus 80 Schritt Entfernung. 100 Schritt. Ich habe genäht, gekocht, in einer Kaschemme bedient, süß lächelnd wie ein Püppchen. Wohlgefühlt habe ich mich dabei nicht. Herrliche Gegend, was? Mir ist ein solches von den Göttern und den Menschen verlassenes Städtchen lieber als ein Palast. Hier herrscht das Recht des Stärkeren. Da weißt du wenigstens, woran du bist. Ja, mir gefällt es hier. Was steckt hinter deinem Hass auf die Scoia'tael? Rache? Da kennst du mich schlecht, Geralt. Mensch oder Anderling, das spielt für mich keine Rolle. Wir haben den Auftrag, die Scoia'tael zu bekämpfen, also tun wir das auch. Das sind doch nur Schurken, die sich in den Wäldern verkriechen. Wenn Menschen unter ihnen wären, würde ich sie ohne mit der Wimper zu zucken genauso töten. Der Mensch, den wir suchen, ist viel gefährlicher als die Scoia'tael. Das muss er sein. Hätte er sonst Geralt von Riva überwältigt? Das war nicht der erste Anschlag auf Foltest. Einen Mörder habe ich erwischt, aber von denen sind mehr unterwegs. Wenn einer Mist baut, dann bestimmt nicht ich. Was gibt's da zu glotzen? Der Hexer Geralt? Auch bekannt als der Weiße Wolf? Ja, man verwechselt mich oft mit den Einheimischen hier. Thala meinte schon, dass du boshaft wärst. Thala schickt dich? Naja, ich hab hier was zu erledigen und da bat er mich, dir dieses Paket und eine Botschaft zu überbringen. Gib mir das Paket. Hier, bitte. Endlich bin ich's los. Aus mir wäre kein guter Agent geworden. Viel zu nervös und redselig. Mach's gut, ich hab noch zu tun. Du hast eine Botschaft von Thala? Ich zitiere wörtlich. Bei allem, was du tust, höre auf Roche. Der ist verflucht nochmal ein Patriot. Die Geier kreisen schon über Foltests Leichnam. Aber ich komme zurecht. Mach die Dreckskerle fertig. Postskriptum? Aber im Schloss hast du Mist gebaut. Leb wohl. Grüß Thala von mir. Mach ich. Sie meint, sie liebt mich, aber wir können trotzdem nicht zusammen sein. Wieso nicht? Ja, verdammte Scheiße. Nicht. Hey, mir ein Schenken.
Hey, Märchenprinz. Setzt auf meine Männer, ihr ist seid ja auch schließlich Kenner. Was? Ja, ich, der Sigi König, sag euch, setzt nicht zu wenig. Sei gegrüßt. Seht mal. Sei gegrüßt. O Zeichen, o Wunder. Sei gegrüßt. Gesundheit. Freut mich. Bis später, Rausch. Es ging ein Mägdelein los, tief ihn ein. In den Wald hinein. Oh ja, Tänzchen gefällig. Ja. Hast du noch nicht genug, Kämpfer? Wie sieht's aus? Ein andermal. Polier in die Fresse! Weißt du, wie seine Hexer mit einer Stiege treibt? Nein, erzähl. Ihr Lehrtenpflicht. Grüß dich. Womit kann ich dienen, junger Mann? Es heißt, du wüsstest am besten, was hier gestern vorgefallen ist. Das willst du nicht wissen. Oh doch. Nichts ist umsonst. Schon gar nicht im Bordell. Ich zahle. Nun red schon. Ihr seid zu fünft hergekommen. Nun ja, sagen wir hergekrochen. Ich auch. Und ob? Einer der Blauen wollte gleich 5 Mädchen. Ich habe euch die besten gegeben, weil ihr ordentlich gezahlt habt. Und dann? Tja, seltsam. Anstatt sie zu bumsen, seid ihr ihnen auf den Rücken gestiegen und habt ihnen befohlen, euch zum Hafen zu tragen. Ich glaub kein Wort. Frag doch mal die Uniformierte. Wes war auch hier? Aber ja doch. Sie hat versucht, euch aufzuhalten, aber da war nichts zu machen. Pass auf den linken Haken auf! Ja. Es ging ein Mägdelein. Kameraden, eine Frage? Was gibt's, Grünschnabel? Sollten wir nicht auch ein paar sinnvolle Arbeit... Und was jetzt? Oh, verfluchte Scheiße! Ich hab hier was für dich. Und ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Teufelskerl. Und? Er starb mit einem Pfeil im Rücken. Geld hatte er nicht. Nur die Armen wehren sich. Ha! Das war's. Mehr hab ich nicht für dich. Lass mich jetzt bitte in Ruhe. Geralt, sei mir gegrüßt. Was gibt's Neues? Ich hab mit der Puffmutter gesprochen. Ist es wahr, was sie sagt?
Ich habe wirklich versucht, euch davon abzuhalten, aber ihr wolltet ums Verrecken auf Hurenärschen den Fluss überqueren. Das habt ihr zwar nicht geschafft, aber ein paar Stunden lang unverdrossen versucht. Das war's hoffentlich. Oh nein, du wolltest unbedingt zu den blauen Streifen gehören und eine Tätowierung haben. Was für eine Tätowierung? Eine wie wir. Die hast du jetzt. Mist, wo sind denn meine Sachen? Lagen alle verstreut auf dem Boden. Ich habe sie dir in den Koffer am Fenster getan. Danke, Wes. Geralt, sei mir gegrüßt. Das. Schön, dich zu sehen. Setzt auf meine Männer, ihr seid doch schließlich Kenner. Ja, ich, der Sigi König, sag euch, sei setzt gegrüßt. Nicht zu wenig. In die Nieren! Thank you.
Polier ihm die Fresse! Hand hat gerade noch gefehlt. Polier ihm die Fresse! Sei gegrüßt. Der Kommandant kümmert sich noch darum. Zuerst sind die Skoyatell an der Reihe. Eher fällt ein Fisch vom Himmel, als dass Loredo Jorvet schnappt. Was? Ja, kein schlechtes Wort über den Kommandanten. Er ist ein aufrechter Patriot. Das bestreite ich ja gar nicht. Wenn er seiner patriotischen Pflicht nur etwas schneller nachkäme. Die Götter werden dir zürnen. Schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun?
Ganz ruhig. Was kann ich für dich? Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Die Preise bleiben, wie sie sind. Ich trete der Zunft nicht bei. Basta. Die Götter werden dir zürnen. Oh ja. Darf ich mal ein... Natürlich, lass dir Zeit. Passieren ja dauernd Unfälle. Ein Feuer in der Schmiede, eine gebrochene Hand. An dieser Stelle wollen wir speichern, sagen. Und schon läuft der Laden nicht mehr.